Hey und willkommen zur nächsten Folge auf meinem Kanal. Und heute habe ich etwas ganz Spezielles mit euch vor, denn heute will ich euch mal zeigen, wie man etwas baut. Und ja, in einer Welt, in der noch nichts ist. Und heute will ich euch zeigen, wie man Sachen in Minecraft bauen kann. Und als erstes schaffen wir uns eine Plattform mit dem Befehl Fill. Dann 50 Blöcke mal 10 Blöcke hoch und nochmal 50 Blöcke mit Erde. Okay, ist zu groß. Dann mache ich es nur 5 Blöcke groß. Ist immer noch zu groß. Will der sich jetzt nur noch beschweren? Egal, dann mache ich halt 20 Blöcke. Okay, das beginnt ja schon mal super. Hier direkt am Anfang. So, jetzt haben wir hier doch einen wunderbaren Erdkasten. Okay. Das erklärt vielleicht auch einiges. Warte mal. Ja, ich probiere hier ein bisschen rum. Okay. Und den Befehl kann man natürlich auch umdrehen. Ja. So. Jetzt haben wir schon mal super gestartet und haben uns eine Fläche geschaffen. So, und heute will ich euch zeigen, wie man bauen kann. Und wie will ich euch das zeigen? Indem ich euch so ein paar kleine Beispiele präsentiere, wie das zum Beispiel funktioniert. Also, zuerst einmal, vielleicht wollen wir hier auf diese Fläche ein bisschen Gras bringen. Das heißt, wir nehmen hier einen Grasblock. Grasblock. Und dann benutzen wir einen kleinen Trick, das kann sich jetzt verbreiten, indem wir hier die Game Rule Random Tick Speed auf ganz hoch setzen. Und das würde jetzt zum Beispiel auch mit Setzlingen funktionieren, wenn wir uns jetzt hier so ein paar kleine Setzlinge schnappen, hier einen Setzling hinpacken, hier vielleicht noch einen Setzling hinpacken, hier, 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 vielleicht noch hier ein, hier ein, hier ein, hier ein, hier ein, hier ein. Und was mache ich jetzt? Ich schaffe mir sozusagen eine Gesellschaft, in der ich jetzt was Schönes bauen möchte. Ja, so. So. Und so. Und jetzt haben wir hier ein bisschen Platz in der Mitte. Und heute will ich einen Baum mit euch bauen. Und warum will ich einen Baum bauen? Na, weil ein Baum sehr interessant zu bauen ist. Also, zunächst einmal, wie baut man jetzt hier? Da denkt man sich so, ja, oh, das ist total schwer. Und ein ganz wichtiger Tipp, wenn ihr was bauen wollt, fangt damit an, probiert aus, ihr könnt danach immer noch abbauen. Und was ich euch vor allem empfehlen kann, wenn ihr schön bauen wollt, dann baut wirklich in Survival nicht, sondern in Kreativ. Also, überlegt euch immer erst, was wollt ihr bauen? Wir wollen jetzt einen Baum bauen und überlegt euch dann, wie das aussehen soll. Und das kann man am besten im kreativen Modus machen. Und jetzt fangen wir einfach mal ganz komisch an. Hier. Das ist jetzt kein ganz normaler Baum. Aber hier, guck, einfach mal so eine runde Plattform. Dann vielleicht hier noch so ein bisschen was in den Boden integrieren. Vielleicht wollen wir hier eine Tür haben, die hier geheim reingeht. Überlegt euch auf jeden Fall immer zuerst, was wollt ihr bauen. Weil bevor ihr irgendwas bauen könnt, überlegt euch, was wollt ihr bauen. Und wir mal können jetzt hier noch so ein paar Blöcke in den Boden machen, dass es hier ganz nett aussieht. So. Einfach so ein bisschen random drüber gehen. Das ist nämlich ganz wichtig, wenn ihr irgendwas bauen wollt, dann solltet ihr immer Abwechslung mit reinbringen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier zum Beispiel,
Deswegen auch vor allem das Kreativmenü, weil hier könnt ihr einfach mal durchgehen. Was findet ihr sieht schön aus? Vielleicht das hier, vielleicht das hier, vielleicht das hier, vielleicht das hier. Vielleicht bringen wir hier noch ein paar Blätter an den Baum. Überlegt euch zuerst einmal, was wollt ihr bauen und dann immer im Kreativmodus zuerst bauen, weil dann habt ihr viel mehr Auswahlmöglichkeiten, was wollt ihr hier mit einfließen lassen. Das wird jetzt kein ganz normaler Baum sein, sondern erstmal ein Fantasiebaum. Das sieht aber meistens auch gar nicht so schlecht aus. So, was wollen wir hier haben? Einfach mal ein bisschen durchscrollen. Was ist hier ganz schön? Vielleicht noch so ein Block. Und ja, vielleicht bauen wir erst einmal den Baum. Und dann könnt ihr hier im Kreativmenü erst einmal so ein bisschen anfangen. Und dann, wie sieht ein Baum aus? Der geht dann hier nach oben, wird immer spitzer. Und auch, wenn das jetzt nicht wie ein Baum aussieht, es kann später sich immer noch anpassen. Also, wenn ihr das jetzt sehen würdet, würdet ihr sagen, das wird ein Baum? Na, wahrscheinlich eher nicht. Sieht auch jetzt nicht wirklich sonderlich gut aus, aber wir können jetzt hier immer weiter drauf bauen. Und noch ein ganz wichtiges Feature, was ihr immer beachtet sollen, wenn ihr baut, baut random. Also guck, wenn ihr jetzt hier habt, so eine Grasfläche, dann sieht die ja total unnatürlich aus. Was könnt ihr machen? Ihr könnt Knochenmehl nehmen und hier drüber gehen, dann wächst Gras. Und so könnt ihr euch sozusagen so ein bisschen eure Landschaft selbst gestalten. Das sind jetzt nur so ein paar kleine Tipps und Tricks und deswegen habe ich auch keine normale Welt erstellt, sondern so eine Welt, in der noch nichts ist, damit wir hier wirklich nichts haben. Damit es hier wirklich aussieht, als wäre nichts da. So, und dann könnt ihr euch hier sowas machen. Und das sieht doch jetzt schon relativ normal aus, sozusagen. Und auch wenn das jetzt eigentlich nicht hier so reinpasst, also was heißt reinpasst? Reinpassen tut's schon, das weiß ich. Aber auch wenn das jetzt kein Block ist, der normal hier so spawnen würde, dann dieses Durchtexturieren von Sachen macht alles immer viel, viel schöner. Und vielleicht machen wir auch mal den Random Tick Speed auf 10. Normalerweise ist der auf 3. Dieses Durchtexturieren sieht von oben immer richtig cool aus. Und wie wir hier sehen können, hier drüben kann vielleicht noch ein bisschen mehr Knochenmehl hin. Diese blauen Blöcke, die passen da eigentlich relativ gut rein. Und dann könnt ihr vielleicht hier am Boden noch so ein paar Blätter hinmachen. Das sind jetzt alles nur so ein paar Deko-Ideen. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist zu wissen, das Ausleuchten. Jetzt haben wir hier eine friedliche Welt. Eine friedliche Welt, auf der nichts spawnt. Aber wenn man dann hier Gegner und so hat, dann ist das immer blöd, dann muss man ausleuchten und wenn man hier ein paar Fackeln hat, dann passen die hier nicht rein und dann sieht das immer ganz blöd von oben aus. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Ihr nehmt zum Beispiel Seelaternen und Teppich, je nachdem welcher reinpasst. Ihr könnt auch ganz normale Laternen nehmen. Ihr könnt eigentlich alles Mögliche nehmen, auch ganz normale Fackeln. Wir haben Grün, das heißt, wir nehmen hier jetzt einfach ein bisschen Grün und dann setzen wir hier hin. Der leuchtet dann aus und ein Teppich drüber und dann bleibt das Light-Level da drumherum sozusagen immer hoch. Und dieses Durchtexturieren von Blöcken und Gegenständen und auch von dem Baum, den wir noch durchtexturieren werden, das ist extrem wichtig, damit etwas gut aussieht. Also damit etwas gut aussieht, muss es immer viel Abwechslung haben. Und diese Bäume hier, die Minecraft-Bäume, die sind immer relativ einfach gehalten, aber die kann man gut nehmen, um sich hier zum Beispiel so ein bisschen einzukasteln, damit man hier es ein bisschen freier hat. Aber wir wollen ja jetzt hier einmal unseren Baum hier schön hochziehen. Und auch wenn das nicht schön aussieht, deswegen baut es im Kreativmodus einfach mal vor, probiert aus. Auch wenn das jetzt am Anfang noch total komisch aussieht. Hier, was ist das? Das ist doch hier nix. Das sieht doch total hässlich aus. Naja, auf jeden Fall, baut hier einfach dann mal hoch, probiert ein bisschen aus. Weil das Schlimmste, was ihr machen könnt, wenn ihr was bauen wollt, ist zu sagen, ich kann das nicht. Weil wenn ihr sagt, ich kann das nicht, dann könnt ihr es nicht. Wenn ihr euch hier nicht rantraut, dann kriegt ihr das nicht hin. Und probiert es einfach mal aus, auch wenn es dann schlecht aussieht.
Man kann halt nicht direkt bauen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt gut bauen kann, so von der Theorie her. Naja, es geht. Es geht. Wenn man so ein bisschen reinkommt, dann geht das. Und aber wenn man sich das hier mal so anschaut, dann sieht das hier jetzt noch ein bisschen komisch aus und da fehlt noch irgendwie was. Und deswegen machen wir doch einfach hier ein bisschen weiter und setzen hier erstmal eine Blattkrone drauf. Wir machen hier jetzt einfach ein paar Blätter dran. Weil auch wenn das am Anfang jetzt noch total komisch aussieht, im Nachhinein kann es dann doch immer relativ interessant wirken, wenn ihr einfach ein bisschen dran bleibt. Weil das Schlimmste, was ihr machen könnt, habe ich schon gesagt, ist zu sagen, ich kann das nicht. Weil wenn ihr sagt, ich kann das nicht, dann könnt ihr das nicht. Das ist ganz einfach. Und jetzt haben wir hier einfach so ein Quadrat drauf. Dann hier, vielleicht gehen wir noch hier nach außen ein paar Blöcke hoch. Und ganz wichtig ist, baut immer erst die Grundform. Also baut nicht erst, also versucht nicht direkt sozusagen fertig zu bauen, sondern versucht wirklich erstmal so die grobe Grundform zu zeichnen. Auch wenn die wirklich nach überhaupt nichts aussieht und auch wirklich überhaupt gar keinen Spaß macht. Ich ziehe jetzt hier vielleicht einfach mal kurz einen Kasten drumherum. Das sieht dann ungefähr so aus. Und wirklich wichtig ist dann einfach, baut erstmal hier so eine grobe Grundform, die wirklich hier, guck mal, das ist ein Kasten, der nach nichts aussieht. Und dann könnt ihr hier versuchen, bringt hier ein bisschen Detail rein, setzt hier ein paar Blätter, bringt ein bisschen Abwechslung. Dieses zufällige Bauen, das ist wirklich sehr wichtig zum Bauen. Also, dass ihr hier unten dann nochmal ein paar Blöcke habt und dann hier nochmal da was habt und dann hier unten noch ein paar habt. Und so, dass dann hier so ein kleiner abstrakter Baum ungefähr entsteht, wo wir dann hier noch eine Tür haben, wo wir dann hier, keine Ahnung, eine Seelaterne reinsetzen können, damit es ausgeleuchtet ist. Und das wird jetzt auch eher mehr so ein Fantasiebaum. Das heißt, das wird hier kein Baum, der jetzt irgendwie wirklich realistisch aussieht, sondern der sieht vielleicht auch einfach nur so ein bisschen dekomäßig aus. Und dann können wir vielleicht hier noch so ein kleines überhängendes Blattdach machen, das hier so an der Seite so ein bisschen runterhängt. Da müsst ihr wirklich mal in euch gehen und euch denken, ich will jetzt mal was bauen. Ich will was Schönes bauen. Dann überlegt euch, was will ich bauen? Weil einfach nur zu sagen, ich will was bauen, das bringt immer nicht so viel. Und dann können wir hier ein bisschen durchtexturieren, indem wir da mal so ein Ding setzen und hier. Und dann sieht das so ein bisschen durchfurcht aus. Und bringt wirklich viele verschiedene Blöcke immer mit ein, weil das ist das, was dann im Endeffekt auch gut aussieht. Und da ist es dann wirklich wichtig, erstmal im Survival zu sagen, was habe ich für Blöcke und dann im Kreativ zu gucken, was kann ich mit den Blöcken machen. Und da könnt ihr dann hier immer mal so ein bisschen einen Block hinsetzen und da mal was machen. Und wirklich wichtig, ja, ich sage es jetzt nochmal, ist das Durchtexturieren von Sachen. Das heißt, von oben sieht eine Graslandschaft nicht so schön aus, aber wenn ihr dann da noch so ein bisschen Abwechslung habt, dann sieht das noch viel besser aus. Und wenn ihr dann hier mal nach grünen Sachen guckt, dann hier vielleicht ein bisschen was Helles oder hier ein bisschen was Dunkleres. Oder hier vielleicht auch nochmal so ein Block. Und dann könnt ihr hier gucken, wie sieht das aus im Kreativmodus. Im Survival ist es immer viel, viel aufwendiger und auch so ein bisschen frustrierender. Und ich weiß, viele wollen nicht im Kreativ vorbauen, weil es ist aufwendiger. Man muss es im Prinzip zweimal bauen. Und aber ihr spart euch damit wirklich viel Frustration, weil wenn ihr einfach immer drauf losbaut, dann ja, kommt ihr nicht so weit, weil das ist halt. Ihr könnt dann zwar bauen und vielleicht sieht es auch irgendwie ganz nett aus, aber das Problem ist halt, dass ihr dann immer dieses Gefühl habt, ich muss da so viel Arbeit reinstecken und deswegen will ich euch wirklich nochmal empfehlen, probiert es einfach mal im Kreativmodus aus. Und wenn wir hier jetzt so einen abstrakten Baum bauen wollen, dann hier mal ein Blatt, ja, genau. Und dann vielleicht hier nochmal. Und auch wenn die Blöcke eigentlich gar nicht so dazugehören, zu dem, also wo ihr das zum Beispiel herbekommt, das heißt zum Beispiel, das passt hier eigentlich, also es würde so jetzt nicht in dem Zusammenhang in der Minecraft-Welt vorkommen, probiert es trotzdem einfach aus, weil diese Vielfalt an Blöcken, die macht sozusagen aus, dass es schön aussieht.
Und hier zum Beispiel gibt es ja auch die neuen Pilzlichter. Die sehen auch immer ganz nett aus hier beim Baum. Wenn ihr dann hier noch eins hinsetzt und da eins hinsetzt und da eins hinsetzt. Und vielleicht noch so ein bisschen mehr Blau. Und da wirklich der Tipp, probiert einfach erstmal im Kreativmodus aus, weil da ist es nicht sozusagen so viel Aufwand. Hier könnt ihr rumfliegen, hier könnt ihr wirklich viel mehr machen. Und ja, das sieht doch eigentlich schon sehr nach einem Baum aus, oder? Ja, ich würde vielleicht noch einmal hier dieses Dach drumherum ziehen. Und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Und so könnt ihr hier wirklich immer mehr Abwechslung reinbringen. Und hier vielleicht nochmal von dem roten Holz könnt ihr hier auch nochmal so ein paar Texturen reinbringen. Und da wirklich der Tipp, probiert es einfach aus. Das ist jetzt hier auch nur kurz ausprobiert. Und natürlich behaltet immer im Hinterkopf, ihr solltet jetzt vielleicht nicht mit Grundgestein bauen, weil das hier irgendwie eine coole Textur hat, weil ihr das im Survival halt nicht bekommen könnt. Daran solltet ihr halt schon denken, aber ich denke mal, das kriegt ihr hin. Und so wirklich hier der kleine Tipp, dieses Durchtexturieren von Texturen, also wenn ihr hier jetzt diesen Baum habt, dann hier immer mal was reinzubringen, dass man hier was sehen kann. Das mag jetzt nicht jedem hier schön erscheinen, aber es ist wirklich immer wichtig, bedenkt, ihr baut das für euch. Also ihr baut das nicht für irgendwen, und wenn ihr es für irgendwen baut, dann ja, dann soll er vielleicht mal mitgucken, ob ihm das so gefällt. Aber deswegen hier, guck, ihr könnt eure immer hier möglichst viel Vielfalt bringen. Oder zum Beispiel, wenn wir jetzt hier noch eine Straße anbringen wollen, dann hier auch nochmal ein Tipp, wenn ihr hier jetzt zum Beispiel Stein nehmt, dann hier könnt ihr euch hier so eine kleine Straße bauen, keine Ahnung. Also jetzt, das ist jetzt vielleicht eine etwas ältere Straße, und dann baut euch, wenn ihr hier jetzt den Weg sozusagen habt, dann baut euch hier erstmal diesen Steinweg entlang und dann beginnt mit dem Durchtexturieren. Also nicht sozusagen, ihr habt den Block platziert und dann ist er sozusagen da fest, weil das ist dann immer schlecht. Und wenn ihr dann hier zum Beispiel, sieht schön aus, dann vielleicht hier und da noch ein Bruchstein, ein bisschen Kohle, wenn ihr davon habt, vielleicht auch ein bisschen Kies und zum Beispiel, was auch cool aussieht, sind Korallen, tote Korallen, wenn ihr hiervon welche mit einbringen könnt. Und aber hier ist dann wirklich immer, wenn ihr hier dann so durchtexturiert, dann hier vielleicht auch immer mal so ein bisschen was zusammenhängen platziert, da mal vielleicht ein Kohleerz, und dann sieht das irgendwann relativ alt aus und vielleicht nicht so, und ja, seht ihr, dann wird hier der Weg sozusagen so ein bisschen älter und sieht sozusagen so ein bisschen gealterter aus. Und warte mal, Kies fällt nach unten, ja, wer es noch nicht wusste. Wichtig, Kies fällt nach unten. Also hier geht das jetzt, weil ich da was drunter platziert habe. Aber wenn ich so mache, dann fällt es nach unten. Und jetzt kann man hier doch einen Kies reinsetzen. Und nimmt wirklich immer viel Blockvielfalt und achtet wirklich darauf, dass ihr viel Abwechslung habt. Weil, ist jetzt vielleicht nicht so der schönste Baum geworden. Aber man kann es denn noch erkennen, und man könnte den Baum vielleicht jetzt noch höher ziehen, und wenn ihr das jetzt halt im Survival gebaut hättet, wäre das so aufwendig gewesen und dann müsstet ihr es wieder abbauen, wenn es euch nicht gefällt. Deswegen hier einfach dann immer der Tipp, probiert wirklich erst einmal aus und dann, also baut erstmal im Kreativmodus, auch wenn das vielleicht viele nicht machen, weil, keine Ahnung, ist halt anstrengend. Und auch nochmal der Tipp, wenn ihr hier im Kreativmenü seid, dann scrollt einfach mal durch und sucht nach dem, was ihr jetzt hier haben wollt. Weil hier zum Beispiel Diamanterz, wenn ihr hier jetzt mal so ein Diamanterz mit einfließen lassen wollt, keine Ahnung, aus Flex oder sonst irgendwas, na, hier passt das nicht, dann könnt ihr das ja auch gerne mal machen, wenn ihr hier in so einer Höhle seid und dann, keine Ahnung, wenn ihr in so einer Höhle seid und euch so eine kleine Höhle ausbaut, dann könnt ihr das ja auch mal gerne benutzen. Und hier grau, na, vielleicht ein bisschen zu modern, aber wirklich, guckt doch mal diesen Weg an. Also der sieht doch hier auch schön durchtexturiert aus, und
passt doch auch gut. Und wenn ihr so, wenn ihr so einen Weg bauen wollt, dann nehmt vielleicht auch immer mal wieder gleiche Blöcke. Also ihr müsst jetzt nicht nur neue Blöcke sozusagen nehmen, also nicht nur fremde Blöcke. Und vielleicht kann man das hier nochmal ganz kurz an diesem Beispiel hier sehen. Ich mache es jetzt mal, keine Ahnung. Was nehmen wir? Nee, Kies ist blöd. Ja, also zum Beispiel, ihr habt jetzt hier diesen Steinweg. Den solltet ihr immer erst bauen, bevor ihr durchtexturiert. Und dann setzt ihr zum Beispiel hier ein bisschen mehr Kies, weil Kies habt ihr irgendwie viel. Dann da mal einen Bruchstein und dann hier nochmal einen Bruchstein. Und dann hier nochmal so ein bisschen zusammenhängt. Und der Bruchstein sitzt dann meistens allein. Und sozusagen, dass ihr immer so einen Block habt, so einen Hauptblock, aus dem der Weg dann auch besteht. Und dann vielleicht irgendwelche Blöcke, die dann noch so ein bisschen häufiger drin vorkommen. Und dann noch andere Blöcke, die eher ziemlich selten vorkommen. Und zum Beispiel, ja, Korallenblöcke, die sind jetzt eher ein bisschen seltener. Aber trotzdem kann man die ja ganz gut benutzen. Und das ist eigentlich auch so mein Tipp für euch, wie ihr bauen könnt. Nochmal kurz zusammengefasst. Traut euch das Bauen. Ja, traut euch das Bauen. Traut euch einfach ran und denkt nicht, ah, sieht das jetzt vielleicht blöd aus? Und soll ich das jetzt vielleicht nicht direkt auf dem Server bauen? Nein, baut es nicht auf dem Server. Baut immer erst im Kreativmodus vor, weil im Kreativmodus habt ihr so viel Blockauswahl. Und bevor ihr jetzt irgendwelche Blöcke im Survival farmt und dann seht, oh, sieht scheiße aus, dann farmt wirklich lieber erstmal nichts und baut erstmal vor. Erst bauen, dann überlegen. Oder ja, also erst überlegen, dann machen. Das ist vielleicht ein ganz guter Tipp. Und das Durchtexturieren wirklich auch noch sehr wichtig. Also wenn ihr hier sowas bauen wollt, dann überlegt euch, wie soll das ungefähr aussehen. Stellt es euch im Kopf vor. Und was gut aussieht, ist immer, wenn ihr so verschiedene Blockvielfalten hier reinbringt. Und auch wenn das vielleicht etwas ausgefallenere Sachen sind, man kann hier doch relativ viel machen. Und aber hier wirklich nochmal der Tipp: Versucht immer erst zu überlegen, was will ich machen? Dann überlegt euch, wie soll das für euch in eurem Kopf erstmal aussehen? Und dann macht euch im Kreativmodus daran, es zu bauen. Texturiert immer schön durch. Ja. Zum Beispiel auch hier ein normaler Baum. Das ist jetzt hier ein normaler Baum. Aber was ist, wenn man denn zum Beispiel hier nochmal den ein oder anderen Stamm ersetzt? Ah, der ist zu dünn. Der passt nicht. Und deswegen wirklich baut es erstmal im Kreativmodus vor. Und ich wollte euch jetzt einfach mal hier so eine kleine Map gezeigt haben. Ihr müsst euch daran erinnern, das war vorher wirklich gar nichts. Und jetzt haben wir doch in wirklich sehr kurzer Zeit auch relativ viel geschafft. Und ja, mit dem Baum bin ich jetzt eigentlich noch nicht mal ganz zufrieden. Da würde ich vielleicht den Baum noch ein bisschen höher bauen. Und aber deswegen wirklich baut erstmal im Kreativmodus und dann könnt ihr im Survival nachbauen. Sozusagen, na, dann habt ihr schon so eine Anleitung und dann fällt euch das Bauen, zumindest mir, fällt es dann auch oft viel, viel einfacher und man hat so auch wirklich mehr Kreativität und ja, wir haben die Steinzeit erreicht. Also, damit verabschiede ich mich aus der Steinzeit. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt doch mal Bescheid, was ihr von diesen Tipps findet. Ihr könnt ja auch noch schreiben, wie es euch so geholfen hat, ob ihr vielleicht euch wünschen würdet, dass wir nochmal etwas in eine andere Richtung das Bauen erklären. Aber ich fand, das sind so die wichtigsten Hinweise für die Leute, die unbedingt mal schon mal etwas bauen wollten. Und wenn ihr euch nicht rangetraut habt, traut euch einfach mal ran. Baut es vielleicht nicht direkt auf dem Server, sondern zuerst einmal in der kreativen Welt vor. Dann könnt ihr sagen, oh nee, sieht scheiße aus, das baue ich lieber doch nicht. Ich muss da noch was umbauen und da noch was verändern. Und so bekommt man immer mehr verschiedene Sachen sozusagen rein und das fällt einem dann im Endeffekt auch ziemlich gut auf. Und hier sind jetzt noch ein paar Tiere gespawnt, die könnt ihr natürlich auch noch mit reinbringen. Und versucht euch daher wirklich mal daran, versucht was zu bauen und schreckt davor nicht zurück. Ihr könnt es gerne im Survival bauen, aber ich würde euch trotzdem immer empfehlen,
baut es zuerst im Kreativmodus vor, weil das fällt auch nachher, wenn ihr es gebaut habt, auf, ob ihr da viel Textur und alles Mögliche reinbekommen habt oder ob ihr das so spontan gebaut habt. Aber das waren sie, meine Tipps fürs Bauen. Bis zum nächsten Mal, bis dann und tschüss.